Hallo Leute, hier ist wieder euer Gartolk. Willkommen zurück zu Let's Play Kirby's Adventure Wii für die Nintendo Wii. Wir haben uns ja eben gerade schon gesehen in der, ich sag mal, Live-Testaufnahme. Und es hat ja meiner Meinung nach zumindest ziemlich gut funktioniert, wenn man das mal mit dem ganzen Pixel-Scheiß vorher vergleicht, finde ich das hier echt gut. Wir haben die Bombenprüfung abgeschlossen und die erste Stage des nussigen Nachmittags. Und wir gehen direkt in die zweite Welt hinein. Und ich mach mal ganz kurz ein bisschen lauter. Oh, ist das so eine schöne Musik. Yay, also ihr habt das lauter machen nicht gehört, aber... Und da gibt's wieder einen Ninja. Au, oh, ich wollte einen Ninja-Stern fressen. Ah, ich bin ein Ninja. Aha. Okay. Ich bring da uns sogar was. Bam. Bam. Ah. Ha. Ich mag den Ninja. Bam. Danke. Dich mag ich nicht. So. Perfekt. Waddledies! Ah! Okay. Komm mal runter. Hm, egal. Gib mir wieder den Ninja. Danke. So. Na komm, du darfst leben. Ich erlaube es dir. Wie ging der eigentlich nochmal? Und? Genau. So. Oh ja, ich bin Blumen-Ninja Kirby of Doom. So. Boah, episches Rätsel. Wir mussten die Schalter hintereinander drücken. Das ist... Also, so richtig, boah, gib nun mal her. Ich hab seine Bombe gefressen. Bam! So. Bam! Oh, der war Skill. Ah, apropos Bomben. Ich will dich töten, danke. So. Stehen bleiben, stehen bleiben, stehen bleiben. Das war so total nicht episch. Moment. Nochmal. So. Jetzt aber. So. No. Nom nom nom. Lecker essen. Ach, Bob-Fähigkeit habe ich sogar schon. So. Was Neues. Das sind wieder diese Skillshots, die ich mal erwähnt habe. Ja. Danke. Yay. Und damit haben wir Zauberzahnrad Nummer 1. Yay. Kann ich eigentlich... Nee, ich kann nicht damit. Bombenstimmung. Den hatte ich schon mal. Egal. Hey, und weiter. Hm, eigentlich hätte ich gerne die Schwertfähigkeit gehabt. Oh.
Links oder rechts? Links oder rechts? Ah, oh Gott, ich kann mich nicht entscheiden. Nein, der war falsch. Dann halt der. Danke. Ich will den Hamburger haben. No, Hamburger. Ich drück einfach. Was soll's? So. Tschüss. Nein, euch will ich nicht, auch wenn ihr zu dritt seid. Komm her, komm her, komm her. Genau. No. Putschi. Und wir haben Opa Klops. Den decken wir einfach mal mit Kunais ein oder Schuriken oder ich weiß nicht mehr wie die heißen. Kunais, genau. Oh geil, ich habe den Stern verprügelt, also das war unglaublich gut. Und wir nehmen natürlich Oberklops Fähigkeit mit. Denn jetzt sind wir ein Stein. Ninja gegen Stein getauscht. Bam! Lebt's ja noch. Bam! Geh weg. Bitte. Na gut, dann Faust ins Gesicht. Faust ins Gesicht. Faust ins Gesicht. Faust. Faust ins Gesicht. Oder in Hintern oder wo immer hin. Und da können wir Opa Klops Fähigkeit verwenden. Bam. Und hier nicht drücken, weil sonst geht das hier zu und dann kommen wir nicht ans Zauberzahnrad. Danke. Faust ins Gesicht. Faust ins Gesicht. Faust ins Gesicht. Ich mag diese Faust. Dunk. Seht ihr? Bin ich klug. Flowy Kluki. Das war auch eine Faust. So. Und wir sehen hier diese komischen, lustigen Sternchen. Das heißt, wir kriegen hier eine Superfähigkeit. Und zwar wieder den Spektralbeam. Yeah! I am the amazing two-double-head Kirby of... Ich rede Blödsinn. Yay, das ist so allgemein das Rätsel, das wir machen müssen. Wir müssen alle Sterne aktivieren, dass wir praktisch irgendwo was öffnen oder sonst irgendwas mit dem Spektralbeam. Zwar mit einem Durchgang. An sich ziemlich leicht. Nein. Nein. Ich weiß gar nicht, warum ich das mache. Nur Sterne. Aber es war ein Smiley. Ach ja. Weg frei. Wir haben gesehen, ich habe da hinten eins aktiviert, aber nachdem ich abbreche, geht's nicht mehr. So, jetzt noch euch erledigen. Ja. Gut. Jetzt nochmal richtig. Ding so scheiße zu lenken. Mal ganz im Ernst. So. Jetzt gehen wir essen. Oh, oh, lecker, lecker, lecker. Essen, essen, essen. Om nom nom. Danke. Schalter. Der bringt keine Ahnung was. Irgendwas bestimmt. Hier. Und noch in der Mitte. Ah. Und wie das gereicht hat. Und hier geht etwas hoch und da haben wir unser Portal. Yay! Okay, sagen wir mal zum schweren Spuk.
Ja, so spricht man das in der Pulse aus. Schwere Spuk. Nee, das ist nicht pelzig. Egal, scheiß drauf. Das war dumm. Glück gehabt. Ich darf hier nicht die Mega-Sauger-Attacke einsetzen, weil ich muss mir die Blöcke aufheben, um zu treffen. So zum Beispiel macht man's nicht, liebe Kinder. Also das wollte ich jetzt nur mal zeigen, dass ihr wisst halt auch, dass es so nicht geht. Nicht, dass ihr denkt, ich renne da einfach durch und es gibt eigentlich gar keine Möglichkeit zu verlieren oder sowas. Das wäre ja dämlich. Genau. So. Bleib zurück. Na. No. Geh weg. Oh oh. Danke. Ja, der war ein bisschen knapp. Gib ich dir. Der da ist echt fies. Muss man ja mal sagen. Und da haben wir das Ende. Nein, 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 nein. Stein oder Schirm? Ich denke, ich nehme mal den Stein. Ich mag den Schirm nicht sonderlich. Er ist zwar lustig, aber das war's auch schon. Sonst noch ein Stein. Ich könnte natürlich auch dem seine Kugeln fressen und dann... Ich meine, als Stein ist man halt auch eben unverwundbar. Es gibt eine Menge Fähigkeiten bei Kirby, die einen unverwundbar machen. Nicht so heftig wie das Laub, aber immerhin. Wow! Ich glaube, der Stein war doch keine so gute Wahl. Dunk! In your face! Danke! Und damit haben wir alle Zauberzahnräder. Und ja, das war so ein bisschen knapp, das mit dem Abgrund gerade. Da hatte ich ihn doch ein bisschen zu viel verlangt. Egal. Gehen wir hoch, gehen wir weiter. Oh, ein Fässer. Dunk, dunk. Ich mache übrigens gerade gar nichts, also ein tolles Gameplay-Element. Sich einfach von Fässern von links nach rechts schießen lassen und wieder zurück. Und springen. Ups, jetzt hätte ich den falschen Knopf gedrückt. Boah, bin ich weit hochgekommen. Ja, ich weiß, Kirby. Ich habe den falschen Knopf gedrückt. Gut, dann wissen wir auch, dass das irgendwie Blödsinn ist. Was ich mich gerade frage, was macht eigentlich der B-Knopf? Den habe ich bis jetzt noch nicht verwendet. Gar nichts. Ah, geil. Also der B-Knopf ist hier in diesem Spiel nur Deko. Falls das irgendjemanden interessiert. Übrigens, ein User hat gefragt, ob ich eventuell, also, oder besser gesagt, er hat mir die Anregung, ich weiß nicht, ob ich schon gesagt hatte, mich praktisch gefragt, das war dämlich. Nein, er hat mich nicht gefragt, ob das dämlich war. Auch wenn es dämlich war, hat gemeint, oder hat gefragt, ob ich denn, was ich denn unter 100% verstehe, weil... ist schon eine berechtigte Frage, weil, also unter 100% verstehe ich 100% im normalen Modus. Sprich, ich lass mal den Beam einfach legen. Ich werde also nicht den Hard Mode spielen. Eventuell sollte ich doch den Beam mitnehmen. Sicher, sicher. Weil, schlicht und ergreifend, ich sehe das als Blödsinn an, weil der Hard Mode im Endeffekt auch nichts anderes als dieses Spiel. Ich höre gerade ein Flugzeug im Hintergrund. Ich hoffe, ihr hört das nicht. Weil der Hard Mode auch nichts anderes als dasselbe Spiel ist. Nur halt eben ein bisschen schwerer. Egal, scheiß auf das. Nehme ich nur euch mit. Also, der einzige Unterschied oder der Unterschied am Hard Mode ist... Das ist auch wieder cool. Dunk, dunk, dunk. Hui. Der Unterschied am Hard Mode ist... Jetzt fange ich schon zum dritten Mal an.
dass die Gegner ein bisschen mehr Schaden ziehen und es weniger Heilung gibt. Beziehungsweise, dass die Sphärenspuk auch ein bisschen stärker sind. Oh, Bananen! Halt, und unter weniger Heilung versteht sich fast gar nichts an Heilung. Da ist es dann auch schon richtig sinnvoll, tatsächlich Leben zu farmen. Weil man bis auf Maxi-Tomaten oder sonst irgendwas oder kleinere Sachen von irgendwelchen Bossen wirklich nicht viel Heilung bekommt. Das ist dann für Leute, die dann tatsächlich das Spiel dann exzessiv kennen und spielen und dann... Hier ist eine Kanone. Warum ist hier eine Kanone? Keine Ahnung. Ich habe eine Kanone. Wahrscheinlich, um Dinge zu zerstören. Ich könnte mir aber vorstellen, dass ich sie brauche. Genau. Ja, wie gesagt, also ich werde nur den normalen Modus, also in Anführungszeichen, nur den normalen Modus in 100% spielen. Weil alles andere sehe ich als unnötig an, das Ding dann nochmal zu spielen in einem schwereren Modus. Macht für mich persönlich irgendwo weniger Sinn. War eine gute Wahl, der Igel. So. Gut. Damit haben wir Zauberzahnrad Nummer 1. Schön. Und dicker. Au. Flitzi. Ah, jetzt ist die Fähigkeit weg. Egal. Egal, kann man mitnehmen. Was soll's? Sandwich. Geht weg. Was habe ich jetzt getan? Nein, das wollte ich nicht. 1 und 2 gleichzeitig ist okay. Oder plus okay. Nein, das will ich nicht. 1 ist zurück. Irgendwie bin ich gerade ein bisschen von meinem Controller abgerutscht. Das war also so ein bisschen ziemlich Sonderung. Unklug. Da ist eine Tür. Die wollen wir mitnehmen. Aha. Nein, lass los. Ja, Rebel of Doom. So. Können wir hier einen Schalter ziehen und kriegen hier ein Zauberzahnrad. Yay.